Lasst uns zusammen das Böse bekämpfen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 3. Wir haben was vor uns und zwar nochmal kurz in das Menü rein. Questauswahl. Kann er das nicht? Doch, der müsste das können, ja. Ich lasse das mal so. Ich wollte die Monsterstärke eventuell anheben, weil der Mönch vielleicht doch ein bisschen heftig ist. Ich freue mich über jede Gelegenheit, mit euch zu reisen. Aber lassen wir das. So, wir sind auf der Suche nach dem schwarzen Seelenstein. Wir sind hier im Moment halt... Wir sind so in den Archiven des Soltun Kull. Ich musste all dies für meine Forschung und meine Experimente erbauen. Der schwarze Seelenstein war eine komplizierte Schöpfung. Ich musste viel dafür opfern. Ja, halt mal, wir kennen das. Magie strömt durch diese Hallen. Ich habe noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Unvorstellbar, dass ein einzelner Mann all dies bauen konnte. Dass es selbst bis zum heutigen Tag überdauert hat. Kull ist wahrlich mächtig. Und ich fürchte, dass er auch wahrlich verrückt ist. Das ist ein Questende und dann kriegen wir Erfahrung. Ihr habt zum Menü, habt ihr was... Wie überraschend. Ihr habt vom Menü halt etwas gesehen. Hallo! Lässt zu wünschen übrig. Ich rede! Also ihr habt ein Stück vom Menü gesehen. Und da habt ihr auch was von meinen. Hier, von Dings. Da oben. Statuen von Kults Wächtern. Ich glaube, sie sind fast so wütend wie er. Ihr kennt das doch bereits. Engel sind nicht besser als Dämonen. Wusstet ihr, dass sie einmal darüber abgestimmt haben, die gesamte Menschheit zu vernichten? Nur eine Stimme. Hat unsere Art vor der Vernichtung bewahrt. Tyrael. Es muss Tyrael gewesen sein, der uns gerettet hat. Ja. Was auch immer er noch sein mag. Er ist der Aspekt der Gerechtigkeit. Und an Ausrottung ist nichts gerecht. Ich kann genauso wie er reden. Euer Weg endet hier. Boah, ja, schmeiß mal alles runter hier. Mensch. Ich muss mal eben den Ton ein bisschen lauter machen auf mein Ohr. Dann kann ich mehr hören. Was war da denn gerade? Wir haben gewonnen. Geschicklichkeit? Nee, sie braucht Intelligenz, ne? Bäh. Ja, lass es an. Morpheus braucht Material. Ja. Die haben viel ausgehalten. Jetzt wird geschnetzelt bis zum geht nicht mehr. Okay, hat aber funktioniert. War nur nicht an meinen Bestimmungsort gelangt. Den Zorn des Ita. Truhe. Ein Jagdköcher.
Die Musik ist stimmig. Also da kann man nichts gegen sagen, muss ich sagen jetzt. Also die Musik. Da kann man nichts gegen sagen, gegen die Musik. Da kann man wirklich nichts sagen, gegen die Musik. Aha, warte mal. Ich habe eine E-Mail erhalten. Herzlichen Glückwunsch, dein Video steht auf YouTube bereit. Ja, schön. Ich lade gerade hoch. Und nehme Diablo 3 nicht auf meiner großen Hauptplatte auf, sondern auf der etwas kleineren. Weil die große Moment verhindert ist und ich Darkstar One praktisch von dieser Platte gefegt habe. Seht nur, da drüben. Oh, Steinriese. Kreatur hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen vorstellen können. Und sie lassen nur Sachen liegen, die wir eventuell gebrauchen können. Der Gürtel ist gar nicht mehr so schlecht. Den nehme ich tatsächlich. Gibt mir nämlich 200 Leben mehr. So, was haben wir noch? Gold. Eine Insel mit zwei Bergen. Zack. So macht man das übrigens auch mit Lehrbüchern. Man fegt sie aus dem Regal. Ihr seid besiegt. Ah, noch nicht ganz. Da fehlen noch ein paar. Ihr seid besiegt. Ja, komm mal alle zu mir. Ich bin noch nicht so weit. Oh, schade. Da kommt was Großes auf mich zu. Ein höchst aufregender Kampf. Jo. Ist der besser auf der anderen Seite? Was habe ich denn da? 26. Was ist ein Zweihänder? Shit. Bums. Wenn ihr Glück habt, bald habe ich meine Ausbildung beendet, dann habe ich mehr Zeit zum Aufnehmen im Prinzip. Ja, was ist mehr Zeit? Eigentlich habe ich immer, fast immer Zeit aufzunehmen. Abends. Sofern es möglich ist und ich Lust drauf habe. Und ich habe sehr häufig Lust. Dann, Alter, ich habe gerade voll gegessen. Oh, ich bin so voll. Mir tut der Magen weh, ey. Das ist... Oh. Soltun hat seine Macht in seinen ganzen Archiven verteilt. Er muss immer davon ausgegangen sein, zurückzukehren. Ja, das sieht danach aus. Warte mal, du hast doch, bist doch Zweihandwaffen fähig, ne? Kannst du den verwenden? Perfekt. Machst du mehr Schaden damit? Das kann ich gut gebrauchen. Ja, dann benutzt den lieber. Damit kannst du mehr anfangen als ich. So, wieso ist hier fertig? Toll. Was war das denn? Das war Goblin Attack. Der neue Spielfilm. Vielleicht könntet ihr aus Kulls Büchern Wissen gewinnen. Und so verrückt werden wie er? Niemals. Oh ja, ist auch cool, verrückt zu werden. Wenn du verrückt wirst, kannst du ja Let's Plays machen. Mit mir.
Den möchte ich auch mal gerne einspringen. Ein Goblin versucht sich mit mir anzulegen. Kommt er auf mich zugestürmt, brennend, und ich klatsche ihn einer ins Gesicht und er ist weg. Das kann auch nur der Mönch. In einem Grax Sulfur. In einem unbekannten Land. Vor nicht allzu langer Zeit war ein Mönch da gar sehr bekannt. Und er schlug Monsterwindel weich. Ein Geschenk? Ja, aber nicht für dich. Das kannst du ja nämlich nicht gebrauchen. Habe ich da unten etwas übersehen? Lohnt sich schon, darüber zu gehen. Ich habe eine Truhe übersehen. Ein Monster. Lalalalala. Gesockeltes Zauberbuch. What? Achso. Das. Nee, ist... Oder? Macht der mehr Schaden? Shit. Ne, macht keinen Schaden. Dann warte, ich kann gleich wieder zurückgehen. Ja, das mache ich erst, wenn mein Inventar voll ist. Wo geht's denn lang hier? Ah. Das ist ganz schön groß, das Gebiet, oder? Ich hab's kleiner in Erinnerung. Also, dass das Gebiet so groß ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Noch eine Truhe. Ja, nimm's mit. Boah, ist eh nur ein Lederköcher. Oh, kennt ihr das, wenn ihr zu viel gegessen habt? Fühlt ihr euch immer so voll? Dazu verhelfen können, Nephalem zu werden und ein goldenes Zeitalter einzuleiten. Aber meine Horadrim-Brüder konnten die wahre Bestimmung der Menschheit nicht akzeptieren. Tja. Und wir hätten das erste Schattenschloss. Öffnen wir es. Ist das Portal, da gehe ich noch nicht hin. Erst die anderen Sachen. Seht ihr den Feind dort drüben? Kommt, befreien wir das Land von ihnen. Welchen Feind meinst du? Ich hasse das, wenn sie auf sie haben. Warum schlägt der Mensch nicht zu? Ein drittes Auge, okay. Was ist ein drittes Auge? Ein Kopf. Das Ding ist ja sowas von scheiße. Oh, ein Schatzgoblin. Uhu. Klatsch. Hat auf jeden Fall was eventuell potenziell Interessantes hinterlassen. Regeneriert drei Leben. Ja, das mache ich mal. Das kann man sich mal leisten. Ein paar Leben aufs Spiel zu setzen und dafür Lebensregeneration. Jetzt kommt der Speicherpunkt erst. Tagebuch eines Jägers, Teil 5. Wir werden die Schattenschlösser mit Fiolen seines Blutes versiegeln. Und wir werden das Blut in der Wüste verstecken, unter ewiger Bewachung.
Ich kann nur hoffen, dass die Welt Kults Bösartigkeit nicht vergisst und dass sein Blut unangetastet unter den wehenden Sanden vergraben bleibt. Ja, das wird es wahrscheinlich. Nur nicht heute. Denn wir werden ihn wiederbeleben. Irgendwann werden wir ihn wiederbeleben. Wie lange spiele ich eigentlich? Ich habe keine Uhr mitlaufen, das ist das Problem. Ich mache mal bis halb, also wenn die Uhr auf halb steht. Also die 4 Minuten noch und dann beende ich die Folge mal. Das heißt, ihr merkt einfach keine eine plötzliche Unterbrechung. Ich habe hier vor, mal bewusst auf F6 zu drücken und dann die sozusagen manuell zu cutten, sodass ich hinterher keine Schneidprobleme habe. Das ist dann für mich einfacher. Dann kann ich die direkt rendern. Dann brauche ich sie nicht erst schneiden. Deswegen warte ich noch bis halb und dann gibt es einen kleinen Cut. Und ich hoffe, das sind dann keine 7 Minuten, die ich gespielt habe. Dafür werden die nächsten Parts dann aber auch wirklich 15 Minuten wieder. Oh, guck mal. Haufenweise Gegner. Aha. Die Faust der Götter. Streitaxt des Falken. Hey, das Ding ist sogar cool. Ja, das kommt dahin. Was habe ich da unten denn eingesammelt? Ach, Geschicklichkeit. Das Übliche. Das Übliche. Ohne Ü. Fällt dir was? Ach, jetzt lass mich doch mal in Ruhe hier. Ein Gegner nach dem anderen. Jetzt muss ich einmal nach oben. Weil da sind noch Reste. Da sind Reste. Ich glaube, die Staubgoblins haben nicht lange überlebt. Mit einem Wusch ist alles weg. Alter, ich fühle gleich, als ob ich kotzen müsste. Das ist ja schrecklich. Vergesst nicht, die Bücherregale zu durchsuchen. Zauberer verstecken darin manchmal ihre Schätze. Mhm. Ich glaube, in einer kleinen Pause trinke ich mal eben was. Das fühlt sich nämlich an, als ob das nämlich gleich wieder hochkommt, das Ganze. Pam! Uralte Gräber kaputt schlagen. Der Prophet hat meinen Sieg vorhergesagt. Ihr seid besiegt! Ist ja so schön, dass er das jetzt schon sagt, ne? Ihr seid besiegt! Hier Quest? Okay. Doch, das gibt was Neues zu erzählen. Ups. Bin versehentlich falsch gelaufen. War natürlich nicht meine Absicht.